Hallöchen, hier der Nale 4 und willkommen zurück in Fallout Shelter. Ja, willkommen Corki, willkommen Flushy. Ja, und auch willkommen zu einem weiteren Patch-Update, nämlich zu Patch 1.8, der einiges mit sich bringt. Unter anderem kann man es hier unten schon sehen, an dem Hammer soll das jetzt eh macht ein Krach, wenn immer wenn ihr ankommt. Das ist so furchtbar. So, kommt rein, spackt ab und macht mich glücklich. So, also, genau, hier unten beim Hammer, es gibt einen neuen Raum. Nämlich, wo ist er? Die Designwerkstatt. So, Design Workshop. So. Bewohner hier zuweisen, um Designs herzustellen. Ja, es. Schaue ich mir doch direkt mal an. Kein Bauplatz mehr, zerstöre den Felsen, der den Raum blockiert, um fortzufahren. Okay, gut, dann muss ich das zuerst machen. So, zerstören, zerstören, zerstören. Die ganze Scheiße hier einsammeln. So, und jetzt aber mal endlich hier die Designwerkstatt bauen. So, Ratazonk, Designs, jetzt neu. Finde Designrezeptfragmente auf Quests. Baue die neue Designwerkstatt und stelle dort Designs her. Wende Designs auf vollständig verbundene und verbesserte Diner und Baracken an. Tipp, du kannst fehlende Designrezeptfragmente mit Nuka-Cola erhalten. Okay, dann schaue ich doch mal, was ich das hier upgraden kann. Okay, 16.000, so viel Zeit ist. Und, oh. 120.000 Kronkorken für Stufe 3. Gut, das ist ein richtig großer Ast. Schau ich doch mal, wen von den Lappen kann ich denn da reinbuddern? Ich glaube, einen von den Bewohnern hier. Kommt ihr. Seht so special-mäßig aus. Ihr könnt doch mal ganz entspannt hier reingehen. Ja, das ist mit eins der neuen Updates. Schaue ich doch gleich mal, was ich da schon herstellen kann und was nicht. Genau, und wie gesagt, wie auch schon hier eben gelesen, kann ich diese Designs auf die Baracken und die Diner auswählen, die ich habe. Und zwar kann ich dann ja diese Räume in Form von Räumen der Stellen Bruderschaft, der Railroad, der Minuteman oder dem Institut vom Aussehen her anpassen. So, ich schau doch mal. Institutsbaracke, Institutsdiner, Minuteman-Baracke, Minuteman-Diner, Railroad-Baracke und Railroad-Diner sowie die Stellene Bruderschaft-Baracke. Das ist natürlich hier mein Ziel, die beiden. Ne? Stellene Bruderschaft geht nichts drüber, meiner Meinung nach. Und ja, die gilt es nun zu finden. Bin ich ja mal echt gespannt. Okay, und hier sieht man auch die Perception, also die Special-Werte, die, glaube ich, benötigt werden, vermute ich mal. Das heißt, wenn ich jetzt Bewohner mit Stärke hier drin habe, oder mit viel Stärke, kann ich das entsprechend schneller herstellen, vermute ich mal. Gut, ja, also, jede Menge Quests machen und diese Fragmente finden. Denn, das ist auch eine weitere Neuerung, es gibt neue Quests. Wie hier zum Beispiel eine neue zeitbegrenzte Quest. Sehr schön, die Football-Bande. Die werde ich doch mal demnächst hier ganz entspannt angehen. Ja, schön. Genau. Und generell haben sie auch die Quest Zeit sowie die Kampfgeschwindigkeit auch nochmal ordentlich überarbeitet, hieß es. Was es jetzt genau bewirkt, weiß ich nicht. Sehe ich dann. Ja, ich freue mich und die letzte Neuerung betrifft die ganzen Special. Was ist denn los hier am frühen Morgen? Das gibt's noch nicht. Na komm, macht's alle. Ja, und die letzte Neuerung, die der Patch mit sich bringt, ist, dass hier die ganzen Special-Trainingsräume kann ich jetzt auch die Bewohner hier komplett mit Nuka-Cola versorgen. Das heißt, die
trainieren dann schneller und die Werte leveln entsprechend schneller hoch. Ja, aber das ist so ganz entspannt. Das braucht man nicht. So, dann würde ich noch sagen, bevor ich gleich rüber switche auf die Quest, baller ich hier erst nochmal einen dicken Fatman in die Produktion, insofern das geht. Jawohl, 2026, dauert 3 Tage, 9 Stunden. Erlaubt, den könnt ihr mal noch bauen, so lange. Super, okay, dann würde ich sagen, bin ich gespannt, was ich so finde an Rezeptfragmenten und hoffe, dass dann meine ganzen Räume der stählernen Bruderschaft ähneln. Gut. Ja, das war's auch schon mit diesem kleinen, kurzen Update hier aus dem Chaosbunker. Und ich würde sagen, ich springe jetzt mal rüber zur nächsten Quest. Bis dann, macht's gut und ciao.